Meloni al forno. Was mag sie am liebsten? Great. Ich habe schon gemacht die Liste für die Bereitung. Rezept heißt das, Kim. Danke. Du lernst mich gute deutsche Sprache, hä? Klar. Du lernst mich ja auch jede Menge. Well, ich gebe mich Mühe. Gebe mir Mühe. Gebe ich dir Mühe? Nein, du Blödmann. Du gibst mir überhaupt keine Mühe. Kannst du mir mal die Alufolie geben? Sag mal, warum hast du gemacht das? Hast du gebacken eine... in die Pasta? Also was macht man keine Scherze, Kim? Sie will sowas haben, dass sie freut, wenn sie schon im Knast hocken muss. Und außerdem, der Typ, der sie da reingebracht hat, lässt sich jeden Tag das Essen aus dem besten Gourmet-Lokal in die Zelle kommen. Ist ehrlich wahr. Und Papa sagt, da kann man nichts machen. Weil er Untersuchungsgefangener ist und somit jede Menge Persönlichkeitsrechte hat. Also wenn man nicht Knete für hat. Nach wie vor, dass Silvia Bescheid wusste, worum es ging und sich aktiv engagiert hat in dieser Spionagegeschichte. Aber wenn es nicht so war, welchen Grund hätte er, das Mädchen da mit hineinzuziehen? Rache, das liegt auf der Hand. Wenn Silvia einfach das getan hätte, was Raul von ihr verlangt hat, dass sie das Paket bei Vukovic abliefert, dann wäre dieser, so legt sich Raul das wohl zurecht, nicht umgebracht worden und das Geschäft hätte anstandslos abgewickelt werden können. Naja, da mag ja was dran sein. Naja, eben. Und dafür, dass sie Skrupel bekam oder böse Ahnungen oder wie man das nennen mag und das Paket nicht abgeliefert hat, dafür sitzt sie jetzt in Untersuchungshaft. So einfach ist das nun auch wieder nicht, Bertolt. Tatsache ist, dass sie mit diesem Debrick befreundet war, intim befreundet. Und wie weit er sie in seine Pläne eingeweiht hat und Silvia diese direkt oder indirekt unterstützt hat, davon fehlt noch jede gesicherte Kenntnis. Stimmt, aber ich glaube ihr eben, Lea. Ja, du bist ihr Vater, du liebst sie. Aber entschuldige, dass Liebe blind macht, ist ja nichts Neues. Das musst ausgerechnet du sagen. Kümmer du dich doch um deine eigene Liebe. Socho? Entschuldige, Lea, das war nicht sehr fair von mir. Aber meine Nerven sind im Moment unheimlich dünn. Ist schon gut, Bertolt. Eine Freundschaft muss sowas aushalten. Und im Prinzip hast du ja recht. Danke. Wenn du Lust hast zu kommen, heute ist Hausmusikabend. Zwar mit reduziertem Ensemble, aber wie pflegte mein Vater doch immer zu sagen... Man darf des Außerordentlichen wegen nicht das Regelmäßige aufgeben. Hallo, lieber Sandwart.
Ja. Nur sie ist leider nicht hier. Oh, sie. Und in die Abend um 8 ist da, sicher. Okay. Bye-bye. Wer war's denn? Mein Mann. Wollte sprechen, Frau Patricia Sunwald. Kommt heute Abend vorbei. Und was wollt ihr von Patty? Sagt eine Überraschung. Aha, merkwürdig. Naja, aber es wahrscheinlich war es einer von ihren Schulfreunden. Frau Sunwald, bitte sagen Sie, wann sagt eine deutsche Mensch in die Telefon? Halli, hallo. Was sagt ihr? Halli, hallo. Halli, hallo? Also, Halli, hallo sagt man eigentlich überhaupt nicht, außer wenn einer so ein bisschen ist. Hm? Okay, I see. Schade, das ist crazy. Klingt schön. Halli, hallo. Frau Patricia Sunwald. Ich möchte zu meiner Schwester, Silvi Sandwald. Da brauche ich bitte Ihre Besuchserlaubnis und Ihre Personalpapiere. Ich habe keine. Das letzte Mal war ich auch so drin, als mein Vater dabei war. Da wird wohl er die Erlaubnis gehabt haben. Und vermutlich stehen Sie auch in seinem Pass mit drin. Oder sind Sie schon 16? Nein, 15. Dann bringen Sie das nächste Mal Ihren Kinderausweis mit und Ihre Eltern sollen eine Besuchserlaubnis beantragen. So ein Mist. Ich habe die Cannelloni extra für meine Schwester gemacht. Ich meine, könnten Sie die vielleicht geben? Tut mir leid, junge Dame. Aber auch Ihre Cannelloni brauchen eine richterliche Genehmigung. Vorschrift ist Vorschrift. Danke. Das ist dann die Gerechtigkeit. Meine Cannelloni brauchen eine richterliche Genehmigung. Und dieser blöde Raul lässt sein Essen aus dem Gourmet-Lokal anschleppen. Ja, vielleicht hat er die richterliche Genehmigung vorher schon eingeholt. Naja, und er braucht angeblich eine ganz spezielle Diät, erzählt man sich in Justizkreisen. Und niemand will natürlich riskieren, dass die Gesundheit von dem braven Mann in irgendeiner Form... Telefon. Danke. Sunwald? Julius, ja? Ach. Aha. Und wann triffst du dich mit ihm? Gut. Ja, dann wollen wir noch hoffen, dass er bereit ist, den Deal auch mitzumachen. Danke, Julius. Gut, bis heute Abend dann. Und? Dieser Mike aus Zypern hat sich gemeldet. Auf unsere Anzeige hin. Ja, steigen Sie ein. Ich darf hier nicht parken. Und warum muss das jetzt sein? Sofort? Und hinterher, da rennst du dann weg? Mir war eben danach. Ja, ja, das glaube ich dir schon. Und ich kann dir auch sagen, weshalb. Wenn du schon nicht aufrichtig bist. Aha. Und? Weshalb? Weil du ihn heute Abend sehen wirst. Den Mann, den du liebst und der dich offensichtlich nicht will. Und du denkst, wenn du zuvor mit mir im Bett warst, dann kannst du ihm gelassener begegnen und es tut dir weniger weh. Du kriegst vielleicht auch noch den Nobelpreis bei deiner analytischen Begabung. Ich krieg ihn bestimmt. Und hinterher eine Top-Stellung in der Industrie. Die Frage ist, was kriegst du? Allerdings, das ist die Frage. Du gibst noch nicht auf mit diesem Unerreichbaren. Doch, 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 eigentlich schon. Das tust du nicht. Du versuchst noch mal zu kämpfen. Glaub mir, ich weiß das besser als du. Und vom Kämpfen und sich behaupten verstehe ich was. Das ist der Motor, der mich in Bewegung hält. In Richtung Nobelpreis. Richtig. Und ich werde es schaffen. Du bist schon sehr beeindruckend in deiner Zielstrebigkeit. Danke. Du bist auch beeindruckend. Mehr als zu ahnen war nach unserer Urlaubsepisode. Mach jetzt nicht den Fehler, den wir vermeiden wollten. Wir belassen es bei einer hübschen Affäre. Deine Worte. Du meinst, ich soll nichts emotionalisieren? Ja. Wir lassen es dabei. Keine Liebe.
Stimmt. Obwohl... Obwohl was? Obwohl es... sehr hübsch wäre, wenn du noch bleiben könntest. Kann Ihnen selbstverständlich niemand geben. Aber Absprachen, wenn es denn zu solchen kommt, die werden im Allgemeinen eingehalten. Wenn nicht, dann würde sich das bald herumsprechen, es gäbe dann eben keine Absprachen mehr. Ja, ja. Es leuchtet ein. Straflos werden Sie natürlich nicht davonkommen. Ohne Freiheitsentzug wird es nicht abgehen. Aber Ihre Kooperation mit den Ermittlungsbehörden wird sich erstens im Strafmaß niederschlagen. Und zweitens, wenn sich das allgemeine Interesse dann anderen Dingen zugewendet haben wird, ja, dann kann die verbleibende Haftzeit durch einen Gnadenakt der Behörden verkürzt werden. Ja, so glaube ich, wäre das denkbar. Denkbar ist ein bisschen wenig. Finden Sie nicht? Ich sage Ihnen ja, eine Garantie gibt es nicht. Aber Sie müssen auch Ihre Alternative bedenken. Das wäre ein Leben im Untergrund. Eine Abhängigkeit von Partnern, die, Sie sehen es ja, die Sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn Sie Ihre eigenen Interessen gefährdet sehen. Und überlegen Sie, wenn Sie jetzt Nein sagen und man Sie dann festnehme, zum Beispiel, wenn Sie versuchen, Deutschland zu verlassen, dann allerdings müssten Sie mit einer drastischen Bestrafung rechnen. Sie sind ein fabelhafter Anwalt. Für diese Silvia Sandwald. Vielleicht. Aber da sich Ihre und Silvia Sandwalds Interessen in der Mitte treffen, bin ich auch ein fabelhafter Anwalt für Sie, nicht wahr? Okay. Ich werde es mir überlegen. So, meine Herren, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Nein. Irgendwie bist du verändert, Lea. Ach ja? Findest du? Ist irgendwas. Was soll denn sein? Das ist das einzige Instrument, das man nicht... Oh, ich glaube, das wird Julius Heine sein. Moment, ich mach schon auf. Wann kommt denn eigentlich die Tante Mathilde wieder aus dem Krankenhaus zurück? Nächste Woche, soviel ich weiß. Hallihallo, kann ich Patricia Sandwald sprechen? Bitte schön. Moment, bitte. Hedy? Ja? Hedy, komm mal schnell, da will ich uns zu dir. Komm mal. Ja, und klar. Hallihallo, mein Name ist Herlein. Herlein wie ein kleines Haar. Und Sie haben gewonnen, Frau Sandwald. Ich? Ja, was habe ich denn gewonnen? Das ist wohl nicht möglich. So nicht möglich. Hallo! Komm mal wieder her. Fetti hat eben eine Kleinigkeit gewonnen. Das gehört wirklich mir. Ja, so ist es, Frau Sandwald. Ja, aber wodurch habe ich denn gewonnen? Ja, durch Ihre Bestellung bei unserer Firma.
ASA-Versand. Bei uns nimmt jeder Kunde an einer Verlosung teil. Ach du Scheiße. So, jetzt bräuchte ich noch ein kleines Foto für unseren neuen Katalog. Achtung! Wunderbar! Das gibt's doch nicht. Setz dich mal rein. Das Mädel hat ein Glück. Und ihr herschauen und lächeln bitte. Ja? Und wo ist Papa? Der ist unten und telefoniert mit Julius Heine. Dann frag schon, was ich bestellt habe. Deshalb bist du doch da, oder? Ja, also, dass irgendwas faul an der Sache ist, das war mir gleich klar, als ich vorhin dein Gesicht gesehen habe. Und Papa wird es auch bald klar werden. Der ist nun im Moment mal wieder Silvi belegt. Oh, komm. Du kannst ja nicht erwarten, dass uns das nicht interessiert, nachdem du ein Auto gewonnen hast. Und dich aufhörst, als hättest du silberne Löffel geklaut. Also, was ist es? Love and Sex. Wege zur harmonischen und lustvollen Partnerschaft. Das Geheimnis der Liebe. Und das wolltest du lösen? Mach dich nur lustig über mich. Ich find's beschissen. Meine großen Schwestern, die haben sich ihr Sex-Know-how ganz prima im Untergrund zugelegt. Nur, wenn ich in der Hinsicht etwas unternehme, dann geht es jedes Mal schief. Komm. Geh nur und zeig's ihm. Er wird ja eh keine Ruhe geben mit der Fragerei, bis alles raus ist. Ich kenne ihn doch. Und blöd rumlügen tue ich deswegen nicht. Sie hat sich verändert. Irgendwas ist passiert. Und ich werde auch noch herausbekommen, um was es sich handelt. Es ist doch schon 2:30 durch, Herr Weihbischof. Na und? Dann ist es eben 2:30. Oder bin ich Ihnen Rechenschaft über meine Schlafenszeit schuldig? Nein. Entschuldigen's. Bitte schön. Aber das Schirilein werden's doch aufwecken. Sie haben recht. Entschuldigen Sie, Elsa. Gute Nacht. Also dann. Gute Nacht, Herr Weihbischof. Ja? Hast du Zeit, einen Moment? Klar, komm rein. Wieso die waren böse mit dir, Patty? Und was haben mit dieser Auto und diesem Mr. Khali Hallo? Eigentlich war das alles nur wegen dir. Wegen mir? Ja. Bitte, Patty, erklär mir das. Okay, Kim. Ich werde es dir erklären. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Irgendwas muss da geschehen. Die ruinierten ja noch das Weibsbild. Thank you.
Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich meine, ich bin Gast in diesem Haus. Aber ich wollte, dass es passiert, Kim. Grüß Gott. Ich möchte zu meiner Tochter Silvis Anwalt. Süße, wie geht's dir denn? Schlecht. Das heißt, tagsüber geht's ja. Aber nachts, da habe ich das Gefühl, ich muss ersticken. Ich dreh durch. Ich kann das gut nachvollziehen, Silvi. Ich musste mich viel an dich denken. Wie du das 15 Jahre lang aushalten konntest. Ich könnte das nicht. Ich hatte doch gar keine andere Wahl. Aber mein Selbsterhaltungstrieb war ziemlich stark. Meiner nicht. Ich möchte lieber tot sein, als noch länger hier eingesperrt. Das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht mal denken. Ich denk's aber. Dass ich alles falsch mache im Leben. Alles bisher. Aber das stimmt doch nicht. Doch. Und immer sind es diese verdammten Männer. Ich brauche nur einen kennenzulernen und schon sitze ich wieder mitten in der Scheiße. Hallo, Kim. Hi. Du warst schon weg, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Am Mittwochmorgen, ich gehe mal zu dem Training, in die Schwimmbad. Ja, ich weiß. Tut es dir leid? Well, only a sense of shame. Wegen deinen Eltern, weißt du? Ihre anderen Töchter haben auch mal aufgehört, Kinder zu sein. Aber wir müssen echt aufpassen, Kim. Wenn Papa darauf kommt, das frisst er nie. Da zitiert er seine sämtlichen Paragraphen von wegen, dass wir beide minderjährig sind und du im Haus wohnst und er eine Verantwortung hat und all so ein Zeug. Ich kenne ihn, glaub mir. Er ist echt ein Guter, aber an dem Punkt hat er null Sinn für laissez-faire. Was war denn nun so dringend, dass wir uns unbedingt treffen mussten? Ich wollte dich sehen. Ja. Es liegt sehr viel Zeit zwischen gestern und heute und du hast mich ganz schön angemacht, meine Liebe. Lass das doch, Ingolf. Du bist fast, als ob wir ein Liebespaar wären. Das sind wir doch. Irgendwie. Ach, gelegentlich. Und außerhalb unseres sonstigen Lebens. Ich mag es, wenn du so cool bist. Ich bin dafür, wieder zu gehen. Und warum? Du wolltest doch, dass wir hier gehen. Jetzt will ich es nicht mehr. Die Atmosphäre behagt mir heute nicht. Berthold? Oh, Mist. Oh Gott, was ist denn? Gibt's was Neues? Ich werde doch nicht mit dir reden. Ich war gerade bei Silvi. Ich mache mir solche Sorgen. Die mache ich mir auch. Du hättest sie sehen sollen. Sie war heute völlig anders als beim letzten Mal, als sie noch so zornig war und sich über diesen Raul aufgeregt hat, was sie ihr alles anhängen will. Sie war heute so depressiv und ich würde sagen, selbstmordgefährdet. Das ist mir alles sehr klar, Margot. Nur habe ich nicht erwartet, dass dieser Zustand so schnell kommt. Was denkst du, weshalb ich meine Reputation hier im Haus aufs Spiel gesetzt und
ein Disziplinarverfahren oder gar Schlimmeres riskiert habe mit meinem illegalen Aktenstudium und meinem moralisch sehr fragwürdigen Entschluss, das Kind erstmal in die Berge zu schicken. Ich weiß, wie labil Sylvie ist. Und ich habe auch nicht vergessen, dass sie schon mal versucht hat, sich das Leben zu nehmen, damals nach dieser Enttäuschung wegen dieser Kleopatra-Rolle und diesem Grünwald. Ich sagte, ich war glückselig gestern Abend, als Julius Heine mir gesagt hat, dass dieser zypriotische Mike Sylvies Aussagen alle bestätigt hat und sie demnach weder Mitwisser noch Mittäter ist. Ja, hattest du daran Zweifel? Du hast doch gesagt, du glaubst ihr. Das habe ich als Vater gesagt und weil ich es glauben wollte. Aber der Jurist in mir, und der bin ich schließlich ja auch, hat mir ganz klar und sachlich aufgelistet, dass es durchaus nicht ausgeschlossen ist, dass das, was dieser Raoul de Brugge behauptet hat in seiner Aussage, der Wahrheit entspricht. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Sylvie ist leicht zu beeinflussen und benutzbar, wenn sie in Liebe verfällt. Das ist alles schön gut und recht, aber das ist doch nicht das Problem der Stunde. Das Problem ist, dass wir Julius Heine bitten sollten, zu veranlassen, dass Sylvie von einem Arzt untersucht wird. Ich habe sonst keine Ruhe mehr. Wer weiß, ob diese Kronzeugenregelung überhaupt zustande kommt und ob dieser Mike nicht schon längst über alle Berge ist. Zum Arzt kommt, Frau Anwalt. Hier haben früher Tante Mathilde und Onkel Albert gewohnt. Später wollte Margot hier ihre Kontaktstelle einrichten. Aber jetzt ist hier keiner. Und es wird auch niemand hier raufkommen. Wir haben eine ganze Wohnung für uns allein. Hier vermutet uns bestimmt keiner. Ah. Ah. Klaustrophobische Beschwerden können auch organische Ursachen haben. Deshalb jetzt die physischen Untersuchungen. Ich werde sie nachher noch röntgen. Jetzt mal tief einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Hatten Sie mal irgendwelche Atemwegserkrankungen oder Herzbeschwerden? Können Sie bitte mal kommen, Frau Doktor? Kleinen Moment bitte. Der Befund von Frau Kahnig. So, Frau Sanwald, jetzt legen Sie sich mal bitte auf den Rücken. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie boxen können. Ich habe doch lange nicht mehr gebraucht, aber so nötig wie jetzt war es noch nie. Ich muss noch einmal weg.
Geht es in Ordnung, Herr Rottmann? Ja, ja. Gehen Sie nur. Wenn Sie mit dem Mittagsschlaf fertig ist, gehe ich mit ihr in den Garten. Und inzwischen bin ich mit Wonne allein. Frau Elsa, hat Herr Rottmann Sie hergeschickt? Nein, das nicht. Ich bin von allein gekommen. Ja, dann bitte, kommen Sie rein. Bitte, setzen Sie sich. Und? Wie kann ich Ihnen helfen? Mir müssen Sie nicht helfen, Frau Socher. Aber dem Herrn Weihbischof, dem schon. Aha. Und wie soll ich das machen? Indem Sie ihn in Ruhe lassen, Frau Socher. Hören Sie, Frau Elsa, ich unterstelle Ihnen mal die edelsten Motive für Ihren Besuch, aber ich schätze es nicht, wenn man sich in meine Privatangelegenheiten einmischt. Und so wie ich den Herrn Rottmann kenne, schätzt er das auch nicht. Ich weiß, dass Sie Gerichtspräsidentin sind und ich bin nur eine einfache Frau, die in ihrem Leben einen großen Fehler gemacht hat. Und drum, eben drum möchte ich, dass der Herr Rottmann keinen großen Fehler macht. Sie haben ihn ja nicht gesehen, die letzten Tag und heute. Nimmer aus- und einweiser, der Mann. Und mir wollen Sie die Schuld dafür anlasten? Ja, weil sie nicht auslassen und aus seinem Blickfeld verschwinden, Frau Socher. Hören Sie, Frau Elsa, bei allem Wohlwollen, aber das ist ziemlich unverschämt, was Sie da sagen. Das ist Ihnen doch klar, ja? Ja, aber es ist die Wahrheit eben. Ich hab das doch alles gesehen. Und dass er mit drin war in dieser Geschichte. Aber jetzt wollte er draußen sein. Aber Sie lassen das nicht zu. Weil das ihr Stolz nicht vertragt und ihr Herz vielleicht auch nicht. Ich meine, das will ich ja gar nicht abstreiten. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Spotten Sie nur. Aber Sie wissen ja gar nicht, was Sie ihm antun. Er ist jetzt dann die 60 Jahre. Und immer hat er an dem festgehalten, was er einmal versprochen hat. Nur, jetzt hätte er alles hinwerfen wollen. Doch, doch. Ich spür's ja. Aber haben Sie auch schon mal bedacht, was da mit ihm wäre? Glauben Sie wirklich, dass das gut wäre? Er tät privatisieren, ihretwegen. Und alles, was sein bisheriges Leben ausgemacht hat, das gilt plötzlich nimmer. Der ganze Respekt wäre beim Teufel. Der von den Leuten, vor seinem Amt, aber auch sein eigener. Der vor sich selber. Ein Scherbenhaufen wäre das doch alles. Oder vielmehr er. Ja, der Scherbenhaufen, Frau Socher. Und an solchen wollten Sie doch dann auch nicht. Gehen Sie bitte. Sie wissen ja den Weg. Bleiben also genau bei dem, was wir abgesprochen haben. Alles klar. Und ich verlasse mich auf Sie. Ich habe Ihnen mein Wort gegeben. Und passen Sie bitte gut auf meine Sachen auf. Es sind ein paar Erinnerungsstücke in meinem Koffer. Ganz private. Ohne Spionagehintergrund. Das wird alles sorgfältig verwahrt. Guten Abend, Roman. Guten Abend, Lea. Ich habe auf deinen Anrufbeantworter gesprochen. Ja, ja, ich habe es gehört. Komm rein. Möchtest du was trinken? Nein, danke.
Setz dich doch. Ich habe dich heute Mittag gesehen im Casa del Vino. Und warum hast du dich nicht bemerkbar gemacht? Weil Kollegen mit dabei waren und du mit einem Mann zusammen warst. Mein Gott, wie du das sagst. Ich meine es auch so. Ich habe gesehen, dass ihr vertraut miteinander seid. Oder zumindest wart ihr das mal. Also, ich trinke jetzt einen Schluck Rotwein. Setz dich doch bitte. Ich musste 60 werden, um die Liebe zu erleben. Du hast sie ja nicht gewollt, diese Liebe. Nein. Ich wollte sie nicht. Aber ich kannte auch die Eifersucht nicht. Und ich halte diese Lernprozesse nicht aus. Ich kann nicht leben, ohne an dich zu denken, Lea. Und alles, was ich mache, erscheint mir sinnlos. Wie meinst du das, Roman? Ich werde demissionieren und mich zurückziehen. Ich habe ein kleines Vermögen, wie du weißt. Wir brauchten nicht hungern. Wir könnten reisen oder was weiß ich. Aber wir wären zusammen. Lea, so sag doch was. Tja, ich weiß nicht wie. Ich habe einen anderen Mann kennengelernt im Urlaub, den du im Restaurant gesehen hast. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst, aber ich war sehr erleichtert, als du so auf Distanz gingst, nachdem du zurück warst. Ich wollte nicht wehtun. Deswegen habe ich davon nichts erzählt. Aber vielleicht ist es nun besser so. Also, es war lieber auf den ersten Blick. Ich habe nicht gedacht, dass es sowas gibt. Alles, was ich davor an Beziehungen erfahren habe, war nichts dagegen. Das gibt es nicht. So kann man sich doch nicht täuschen. Ist es schon Mittag? Ich bin noch mal eingeschlafen. Nein, Sie sollen runterkommen zur Geschäftsstelle. Sie werden entlassen. Der Haftbefehl ist aufgehoben worden. Danke. Freuen Sie sich denn nicht? Doch, doch. Ich bin nur so fertig. Ich hatte eine ganz schlechte Nacht. Was ist das denn? Es war eine Möglichkeit, zu der ich dann doch Nein gesagt habe. Mike, der Erlöser. Sehe ich das richtig, Herr Rechtsanwalt? Sie sehen das richtig. Das war sehr clever von Ihnen. Aber glaub nicht, dass du jetzt einfach davonfliegen kannst, mein Engel. Ist auch nicht mehr das, was es war mit dem Samstagmorgenbrunch, nachdem hier nur noch die halbe Besetzung da ist. Guck mal, wer da kommt. Sie! Gott sei Dank, Sue! Hallo!
Hallo, Schätzchen. Hallo. Was ist denn das für ein Auto? Das ist doch egal. Hauptsache, du bist wieder da. Dusch dich mal, du riechst nach Gefängnis. Okay. Es war ja so dringend, dass wir uns unbedingt treffen mussten. Ich wollte dich sehen. Es liegt sehr viel Zeit zwischen gestern Mittag und heute. Du tust, als ob wir ein Liebespaar wären. Das sind wir doch auch. Irgendwie. Gelegentlich. Und außerhalb unseres sonstigen Lebens. Ich mag es, wenn du so cool bist. Ich bin nämlich verzweifelt. Und ich wollte es jemandem erzählen. Das dachte ich mir. Du hast ihm den Laufpass gegeben, die ganze Nacht geheult und brauchst jetzt alle Fassung, um hier aufrecht zu sitzen. Ja. Ich habe nicht nur den Mann aufgegeben, sondern den größten Teil von meinem Freundeskreis. Warum denn gleich so radikal? Weil ich meine Rolle nur durchhalten kann, wenn ich alles auf einmal beende. Ich werde vermutlich auch weggehen, Ingolf. Und wohin? Nach Den Haag vielleicht, zum Internationalen Gerichtshof. Da sehe ich eine Chance, mittelfristig. Manchmal liegt die Chance auch ganz woanders, als man denkt. Man wird sehen. Nur vorläufig tröstet es mich, dass ich weggehen kann. Ich habe das Abitur nur 11 Jahren gemacht. 2-mal Begabtenversetzung. Das Studium im Schnellgang. Danach eine Powerkarriere. Nebenbei war ich noch deutsche Meisterin im Florettfechten. Ich bin nie von jemandem verlassen worden. Nie irgendwo durchgefallen. Und ich habe nie freiwillig etwas aufgegeben. Nur gestern. Da bist du durchgefallen. Freiwillig. Weil du es wolltest. Ja. Das bringt mich beinahe um. Also weißt du, jetzt, nachdem alles noch einmal glimpflich ausgegangen ist, da muss ich schon sagen, in Sachen Love and Sex, da kann ich schon noch dazulernen. Also du bist mir eine. Also bitte verspotte nicht meine spätpubertäre Neugier. Rutsch mal ein Stück, ich habe auch so eine spätpubertäre Neugierde. Entschuldigen Sie, Elsa. Gute Nacht. Also dann. Gute Nacht, Herr Weihbischof. Ja? Hast du Zeit, einen Moment? Klar, komm rein. Wieso die waren böse mit dir, Patty? Und was haben mit dieser Auto und diesem Mr. Khali Hallo? Eigentlich war das alles nur wegen dir. Wegen mir?
Bitte, Patty. Erklär mir das. Okay, Kim. Ich werde es dir erklären. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Irgendwas muss da geschehen. Die ruinierten ja noch das Weibsbild. Mir leid. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich meine, ich bin Gast in diesem Haus. Aber ich wollte, dass es passiert, Kim. Wir vor, dass Silvia Bescheid wusste, worum es ging und sich aktiv engagiert hat in dieser Spionagegeschichte. Aber wenn es nicht so war, welchen Grund hätte er, das Mädchen damit hineinzuziehen? Rache, das liegt auf der Hand. Wenn Silvia einfach das getan hätte, was Raul von ihr verlangt hat, dass sie das Paket bei Vukovic abliefert, dann wäre dieser, so legt sich Raul das wohl zurecht, nicht umgebracht worden und das Geschäft hätte anstandslos abgewickelt werden können. Naja, da mag ja was dran sein. Naja, eben. Und dafür, dass sie Skrupel bekam oder böse Ahnungen oder wie immer man das nennen mag und das Paket nicht abgeliefert hat, dafür sitzt sie jetzt in Untersuchungshaft. So einfach ist das nun auch wieder nicht, Bertolt. Tatsache ist, dass sie mit diesem Debrick befreundet war, intim befreundet. Und wie weit er sie in seine Pläne eingeweiht hat und Silvia diese direkt oder indirekt unterstützt hat, davon fehlt noch jede gesicherte Kenntnis. Stimmt, aber ich glaube ihr eben, Lea. Ja, du bist ihr Vater, du liebst sie. Aber entschuldige, dass Liebe blind macht, ist ja nichts Neues. Das musst ausgerechnet du sagen. Kümmer du dich doch um deine eigene Liebe. Socho? Entschuldige, Lea, das war nicht sehr fair von mir. Aber meine Nerven sind im Moment unheimlich dünn. Ist schon gut, Bertolt. Eine Freundschaft muss sowas aushalten. Und im Prinzip hast du ja recht. Danke. Wenn du Lust hast zu kommen, heute ist Hausmusikabend. Zwar mit reduziertem Ensemble, aber wie pflegte mein Vater doch immer zu sagen? Man darf des Außerordentlichen wegen nicht das regelmäßig direkt unterstützt hat. Davon fehlt noch jede gesicherte Kenntnis. Stimmt, aber ich glaube ihr eben, Lea. Ja, du bist ihr Vater, du liebst sie. Aber entschuldige, dass Liebe blind macht, ist ja nichts Neues. Das musst ausgerechnet du sagen. Kümmer du dich doch um deine eigene Liebe.
Restaurant? Entschuldige, Lea, das war nicht sehr fair von mir. Aber meine Nerven sind im Moment unheimlich dünn. Ist schon gut, Berthold. Eine Freundschaft muss sowas aushalten. Und im Prinzip hast du ja recht. Danke. Wenn du Lust hast zu kommen, heute ist Hausmusikabend. Zwar mit reduziertem Ensemble, aber wie pflegte mein Vater doch immer zu sagen, man darf des Außerordentlichen wegen nicht das Regelmäßige aufgeben. Hallo, hier ist Anwalt. No? No, sie ist leider nicht hier. Oh, sie... in die Abend um 8 sie ist da, sicher. Okay. Bye-bye. Wer war's denn? Mein Mann. Wollte sprechen, Frau Patricia Sandwald. Kommt heute Abend vorbei. Und was wollt ihr von Patty? Sagt eine Überraschung. Merkwürdig. Naja, aber es ist wahrscheinlich was einer von ihren Schulfreunden. Frau Sandwald, bitte sagen Sie, wann sagt eine deutsche Mensch in die Telefon Halli, hallo? Was sagt ihr? Halli, hallo. Halli, hallo? Also, Halli, hallo sagt man eigentlich überhaupt nicht, außer wenn einer so ein bisschen ist. Hm? Okay, I see. Schade, das ist crazy. Klingt schön. Halli, hallo. Frau Patricia Sandwald. Ich möchte zu meiner Schwester, Sylvie Sandwald. Da brauche ich bitte Ihre Besuchserlaubnis und Ihre Personalpapiere. Ich habe keine. Das letzte Mal war ich auch so drin, als mein Vater dabei war. Da wird wohl er die Erlaubnis gehabt haben. Und vermutlich stehen Sie auch in seinem Pass mit drin. Oder sind Sie schon 16? Nein, 15. Dann bringen Sie das nächste Mal Ihren Kinderausweis mit und Ihre Eltern sollen eine... Love and Sex. Wege zur harmonischen und lustvollen Partnerschaft. Das Geheimnis der Liebe. Und das wolltest du lösen? Mach dich nur lustig über mich. Ich find's beschissen. Meine großen Schwestern, die haben sich ihr Sex-Know-how ganz prima im Untergrund zugelegt. Nur, wenn ich in der Hinsicht etwas unternehme, dann geht es jedes Mal schief. Komm. Geh nun, zeig's ihm. Er wird ja eh keine Ruhe geben mit der Fragerei, bis alles raus ist. Ich kenne ihn doch. Und blöd rumlügen tue ich deswegen nicht. Sie hat sich verändert. Irgendwas ist passiert. Und ich werde auch noch herausbekommen, um was es sich handelt. Es ist doch schon 2:30 durch, Herr Weihbischof. Na und? Dann riechst du sie eben 2:30. Oder bin ich Ihnen Rechenschaft über meine Schlafenszeit schuldig? Nein, nein. Entschuldigen's. Bitte schön. Aber das Schirilein werden's doch aufwecken. Sie haben recht. Entschuldigen Sie, Elsa. Gute Nacht. Also dann. Gute Nacht, Herr Weihbischof. Ja? Hast du Zeit, einen Moment? Klar, komm rein. Wieso die waren böse mit dir, Patty? Und was war mit dieser Auto und diesem Mr. Halli, hallo?
Eigentlich war das alles nur wegen dir. Wegen mir? Ja. Bitte, Patty. Und wo ist Papa? Der ist unten und telefoniert mit Julius Heine. Dann frag schon, was ich bestellt habe. Deshalb bist du doch da, oder? Ja, also, dass irgendwas faul an der Sache ist, das war mir gleich klar, als ich vorhin dein Gesicht gesehen habe. Und Papa wird es auch bald klar werden. Der ist nun im Moment mal wieder Silvi belegt. Oh, komm. Du kannst doch nicht erwarten, dass uns das nicht interessiert, nachdem du ein Auto gewonnen hast. Und dich aufhörst, als hättest du silberne Löffel geklaut. Also, was ist es? Love and Sex. Wege zur harmonischen und lustvollen Partnerschaft. Das Geheimnis der Liebe. Und das wolltest du lösen? Mach dich nur lustig über mich. Ich find's beschissen. Meine großen Schwestern, die haben sich ihr Sex-Know-how ganz prima im Untergrund zugelegt. Nur, wenn ich in der Hinsicht etwas unternehme, dann geht es jedes Mal schief. Komm. Geh nun, zeig's ihm. Er wird ja eh keine Ruhe geben mit der Fragerei, bis alles raus ist. Ich kenne ihn doch. Und blöd rumlügen tue ich deswegen nicht. Sie hat sich verändert. Irgendwas ist passiert. Und ich werde auch noch herausbekommen, um was es sich handelt. Es ist doch schon 2:30 durch, Herr Weihbischof. Na und? Dann nicht zu dem 2:30. Oder bin ich Ihnen Rechenschaft über meine Schlafenszeit schuldig? Nein. Entschuldigen's. Bitte schön. Aber das Schirilein werden's doch aufwecken. Sie haben recht. Entschuldigen Sie, Elsa. Gute Nacht. Also dann. Gute Nacht, Herr Weihbischof. Patty? Ja? Hast du Zeit, einen Moment? Und ich verlasse mich auf Sie. Ich habe Ihnen mein Wort gegeben. Und passen Sie bitte gut auf meine Sachen auf. Es sind ein paar Erinnerungsstücke in meinem Koffer. Ganz private. Ohne Spionagehintergrund. Das wird alles sorgfältig verwahrt. Guten Abend, Roman. Guten Abend, Lea. Ich habe auf deinen Anrufbeantworter gesprochen. Ja, ich habe es gehört. Komm rein. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Setz dich doch. Ich habe dich heute Mittag gesehen im Casa del Vino. Und warum hast du dich nicht bemerkbar gemacht? Weil Kollegen mit dabei waren und du mit einem Mann zusammen warst. Mein Gott, wie du das sagst. Ich meine es auch so. Ich habe gesehen, dass ihr vertraut miteinander seid. Oder zumindest wart ihr das mal. Also, ich trinke jetzt einen Schluck Rotwein. Setz dich doch bitte. Ich musste 60 werden, um die Liebe zu erleben. Du hast sie ja nicht gewollt, diese Liebe. Nein. Ich wollte sie nicht. Aber ich kannte auch die Eifersucht nicht.
Und ich halte diese Lernprozesse nicht aus. Ich kann nicht leben, ohne an dich zu denken, Lea. Und alles, was ich mache, erscheint mir sinnlos. Wie meinst du das, Roman? Ich werde demissionieren und mich zurückziehen. Ich habe ein kleines Vermögen, wie du weißt. Wir brauchten nicht hungern. Wir könnten reisen oder was weiß ich. Aber wir wären zusammen. Lea. So sag doch was. Tja, ich weiß nicht wie. Ich habe einen anderen Mann kennengelernt im Urlaub. Den du im Restaurant gesehen hast. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst, aber ich war sehr erleichtert, als du so auf Distanz gingst, nachdem du zurück warst. Ich wollte nicht wehtun. Deswegen habe ich davon nichts erzählt. Sagen Sie müssen aber, Sylvie ist leicht zu beeinflussen und benutzbar, wenn sie in Liebe verfällt. Das ist alles schön gut und recht, aber das ist doch nicht das Problem der Stunde. Das Problem ist, dass wir Julius Heine bitten sollten, zu veranlassen, dass Sylvie von einem Arzt untersucht wird. Ich habe sonst keine Ruhe mehr. Wer weiß, ob diese Kronzeugenregelung überhaupt zustande kommt und ob dieser Mike nicht schon längst über alle Berge ist. Wenn ich zum Arzt kommt, Frau Sanwald. Hier haben früher Tante Mathilde und Onkel Albert gewohnt. Später wollte Margot hier ihre Kontaktstelle einrichten. Aber jetzt ist hier keiner. Und es wird auch niemand hier raufkommen. Wir haben eine ganze Wohnung für uns allein. Hier vermutet uns bestimmt keiner. Ah? Ah. Klaustrophobische Beschwerden können auch organische Ursachen haben. Deshalb jetzt die physischen Untersuchungen. Ich werde Sie nachher noch röntgen. Jetzt mal tief einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Hatten Sie mal irgendwelche Atemwegserkrankungen oder Herzbeschwerden? Können Sie bitte mal kommen, Frau Doktor? Kleinen Moment bitte. Der Befund von Frau Kahle. Wir lassen es dabei. Keine Liebe. Stimmt. Obwohl... Obwohl was? Obwohl es sehr hübsch wäre, wenn du noch bleiben könntest. Ich habe gerade angefangen. Ja.
Nichts. Eine schriftliche Garantie kann Ihnen selbstverständlich niemand geben. Aber Absprachen, wenn es denn zu solchen kommt, die werden im Allgemeinen eingehalten. Wenn nicht, dann würde sich das bald herumsprechen, es gäbe dann eben keine Absprachen mehr. Ja, ja. Es leuchtet ein. Straflos werden Sie natürlich nicht davon kommen. Ohne Freiheitsentzug wird es nicht abgehen. Aber Ihre Kooperation mit den Ermittlungsbehörden wird sich erstens im Strafmaß niederschlagen. Und zweitens, wenn sich das allgemeine Interesse dann anderen Dingen zugewendet haben wird, ja, dann kann die verbleibende Haftzeit durch einen Gnadenakt der Behörden verkürzt werden. Ja, so glaube ich, wäre das denkbar. Denkbar ist ein bisschen wenig. Finden Sie nicht? Ich sage Ihnen, ja, eine Garantie gibt es nicht. Aber Sie müssen auch Ihre Alternative bedenken. Das wäre ein Leben im Untergrund. Eine Abhängigkeit von Partnern, die, Sie sehen es ja, die Sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn Sie Ihre eigenen Interessen gefährdet sehen. Und überlegen Sie, wenn Sie jetzt Nein sagen und man Sie dann festnehme, zum Beispiel, wenn Sie versuchen, Deutschland zu verlassen, dann allerdings müssten Sie mit einer drastischen Bestrafung rechnen. Sie sind ein fabelhafter Anwalt. Für diese Silvia Sandwald. Vielleicht. Aber da sich Ihre und Silvia Sandwalds Interessen in der Mitte treffen, bin ich auch ein fabelhafter Anwalt für Sie, nicht wahr? Okay. Ich werde es mir überlegen. So, schöne Worte. Du meinst, ich soll nichts emotionalisieren? Ja. Wir lassen es dabei. Keine Liebe. Stimmt. Obwohl... Obwohl was? Obwohl es... sehr hübsch wäre, wenn du noch bleiben könntest. Kann Ihnen selbstverständlich niemand geben. Aber Absprachen, wenn es denn zu solchen kommt, die werden im Allgemeinen eingehalten. Wenn nicht, dann würde sich das bald herumsprechen, es gäbe dann eben keine Absprachen mehr. Ja, ja. Es leuchtet ein. Straflos werden Sie natürlich nicht davon kommen. Ohne Freiheitsentzug wird es nicht abgehen. Aber Ihre Kooperation mit den Ermittlungsbehörden wird sich erstens im Strafmaß niederschlagen. Und zweitens, wenn sich das allgemeine Interesse dann anderen Dingen zugewendet haben wird, ja, dann kann die verbleibende Haftzeit durch einen Gnadenakt der Behörden verkürzt werden. Ja, so glaube ich, wäre das denkbar. Denkbar ist ein bisschen wenig. Finden Sie nicht? Ich sage Ihnen, ja, eine Garantie gibt es nicht. Aber Sie müssen auch Ihre Alternative bedenken. Das wäre ein Leben im Untergrund. Eine Abhängigkeit von Partnern, die, Sie sehen es ja, die Sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn Sie Ihre eigenen Interessen gefährdet sehen. Und überlegen Sie, wenn Sie jetzt Nein sagen und man Sie dann festnehme, zum Beispiel, wenn Sie versuchen, Deutschland zu verlassen, dann allerdings müssten Sie mit einer drastischen Bestrafung rechnen. Sie sind ein fabelhafter Anwalt. Für diese Silvia Sandwald. Vielleicht. Aber da sich Ihre und Silvia Sandwalds Interessen in der Mitte treffen, bin ich auch ein fabelhafter Anwalt für Sie, nicht wahr? Nicht. Aber Sie müssen auch Ihre Alternative bedenken. Das wäre ein Leben im Untergrund. Eine Abhängigkeit von Partnern,
Sie sehen es ja, die Sie fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn Sie Ihre eigenen Interessen gefährdet sehen. Und überlegen Sie, wenn Sie jetzt Nein sagen und man Sie dann festnehme, zum Beispiel, wenn Sie versuchen, Deutschland zu verlassen, dann allerdings müssten Sie mit einer drastischen Bestrafung rechnen. Sie sind ein fabelhafter Anwalt. Für diese Silvia Sandwald. Vielleicht. Aber da sich Ihre und Silvia Sandwalds Interessen in der Mitte treffen, bin ich auch ein fabelhafter Anwalt für Sie, nicht wahr? Okay. Ich werde es mir überlegen. So, die Herren, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Nein. Irgendwie bist du verändert, Lea. Ach ja? Findest du? Ist irgendwas. Was soll denn sein? Das ist das einzige Instrument, das man nicht... Oh, ich glaube, das wird Julius Heine sein. Moment, ich mach schon auf. Wann kommt denn eigentlich die Tante Mathilde wieder aus dem Krankenhaus zurück? Nächste Woche, soviel ich weiß. Hallihallo, kann ich Patricia Sandwald sprechen? Bitte schön. Moment, bitte. Patty? Ja? Patty, komm mal schnell, da will ich uns zu dir. Komm mal. Ja, und klar. Hallihallo, mein Name ist Herlein. Herlein wie ein kleines Haar. Und Sie haben gewonnen, Frau Sandwald. Ich? Ja, was habe ich denn gewonnen? Das ist wohl nicht möglich. So nicht möglich. Hallo! Ah. Komm mal wieder hier. Patty hat eben eine Kleinigkeit gewonnen. Das gehört wirklich mir. Ja, so ist es, Frau Sandwald. Ja, aber wodurch habe ich denn gewonnen? Ja, durch Ihre Bestellung bei unserer Firma. ASA-Versand. Bei uns nimmt jeder Kunde an einer Verlosung teil. Ach du Scheiße. So, jetzt bräuchte ich noch ein kleines...